Der nächste Block heißt nämlich logarithmische Skalen. Und ist da quasi eingeschoben. Also es geht jetzt nicht unmittelbar um Dioden, aber es geht um etwas, was vor allem im Zusammenhang mit Dioden und vielen anderen Halbleiterbauteilen ein sehr nützliches Werkzeug ist, nämlich dass man Dinge nicht auf einer linearen, sondern auf einer logarithmischen Skala abbildet. Die Idee ist folgende. Wenn ich eine lineare Skala habe, das hätten wir hier auf der rechten Seite für die Stromachse, dann heißt auf der Skala eine Strecke, dass ich einen Wert dazu zähle. In dem Fall wäre quasi immer so eine Handspanne, ist das eine Handspanne oder ist das eine Handspanne? Was ist eine Handbreite. Eine Handbreite von mir wären hier 0,5 Ampere. Und wenn ich dann quasi eine halbe Handbreite raufgehe, wird es um 0,5 Ampere mehr. Also wir haben hier 0,5, 1, 1,5, 2 und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich mich eine gewisse Strecke bewege, addiere ich immer einen gewissen Betrag dazu und so kann ich dann Zahlen, Werte, Positionen auf dieser Skala zuordnen. Das führt dazu, dass bei Kennlinien wie diesen Dioden-Kennlinien sage ich quasi, da ist lang überhaupt nichts, es ist praktisch null. Dann gibt es einen Punkt, da passiert irgendwie was, da schießt er schnell rauf und ist dann quasi außerhalb der Skala. Und man könnte jetzt vermuten, dass das schon interessant wäre, wie das weitergeht, aber es ist einfach zu groß, dass ich es mit dieser Skala sinnvoll sehen kann. Und man könnte vermuten, dass es hier nicht einfach null ist, sondern dass schon was Interessantes passiert, aber halt mit sehr, sehr kleinen Zahlen, die auch wieder so klein sind, dass ich sie auf dieser Skala nicht sehen kann. Und die Lösung ist dann, dass man so etwas mit einer logarithmischen Skala darstellt. Und auf einer logarithmischen Skala entspricht eine Strecke nicht einer Addition, sondern einer Multiplikation. Und hier wäre quasi eine Handbreite, eine Multiplikation mit dem Faktor 1000. Also wir haben hier Nanoampere, nachdenken, 10 und minus 9 ist. Also wir haben Nanoampere und wenn ich eine Handbreite drüber bin, haben wir einen 1000-mal größeren Strom. Wir haben Mikroampere. Wenn ich nochmal eine Handbreite drüber bin, habe ich nochmal einen 1000-mal größeren Strom, also eine 1-Million-mal größeren Strom als hier unten, nämlich Milliampere. Nochmal eine Handbreite haben wir Ampere, noch einmal Faktor 1000. Also wir sehen, in Summe haben wir hier 10 hoch 15 solche Schritte hier. Was ist 10 hoch 15? Das ist 1000 Millionen Millionen. Also das ist sehr groß. Auf einer linearen Skala, dass ich quasi eine Größe darstelle und dann eine 1000 Millionen Millionen mal größeren Wert, das kann ich nicht, nicht. Wenn ich jetzt irgendwie da meinen ersten Wert sinnvoll als paar Zentimeter groß darstelle, sagen wir einen Zentimeter, dann bräuchte ich quasi da daneben einen zweiten Balken, der 1000 Millionen Millionen Zentimeter groß ist, das kann ich nirgends aufzeichnen. Ich kann nicht zeigen, wie diese beiden Größen in Relation zueinander stehen, auf einer linearen Skala. Das kann ich aber hier. Ich kann quasi sagen, hier ist ein Balken und der nächste Balken geht bis darauf und dieser Sprung ist einfach der Faktor 1000 Millionen Millionen mal größer. Also das ist ein mächtiges Werkzeug und wir sehen hier den gleichen Funktionsgraphen wie da. Und der Ausschnitt, den wir hier sehen, ist von 0 Ampere. 0 Ampere kann ich hier nicht mehr darstellen. Das ist das Problem an der logarithmischen Skala. Ich kann noch so oft eine Zahl durch eine Zahl dividieren. Ich werde nie auf 0 kommen, außer ich fange gleich mit 0 an, sondern es wird quasi immer nur kleiner und kleiner und kleiner und kleiner werden. Darum ist dieser Strich hier auch nicht verbunden. Also 0 habe ich hier nicht. Aber was wird denn das Kleinste sein, was ich hier sinnvoll sehen kann, wenn das hier 1 Ampere ist? Ja, sagen wir, ich habe gute Augen, dann kann ich ein Milliampere vielleicht sehen, ein Tausendstel von dieser Strecke hier. Ganz offensichtlich hat dieses Display nicht genügend Pixel, um ein Tausendstel dieser Strecke anzuzeigen, aber wenn das gut gedruckt ist und groß genug gedruckt ist, und ich schaue mir es genau gut an, sagen wir, ich könnte ein Tausendstel von dem sehen. Dann entspricht quasi das hier von einem Milliampere bis 3 Ampere ungefähr diesem Ausschnitt auf der Skala. Das heißt, wir sehen hier einen Bereich, da geht diese Linie durch das durch.
Seht ihr das? Da sind die 0,6 Volt und wenn ich da Linien einzeichnen könnte, dann würde man sagen, der Milliampere, den habe ich da vielleicht bei, was wird das sein, 0,45 Volt. Und die 3 Ampere, die sind ungefähr da oben, die werde ich erreichen vielleicht bei 0,7 Volt. Wenn wir da jetzt schauen, naja, 0,7 Volt, da sind wir da draußen rausgefahren unten und 0,45 Volt, da sind wir dann ungefähr hier, sodass der Bereich vom Hirn noch 0 sieht. Man sieht halt hier schon wirklich diesen Bereich, wo das durchfährt, aber man sieht halt das links und rechts nicht. Man müsste hergehen und quasi viele Bilder machen. Ich könnte dann quasi ein Bild machen mit einer Milliampere-Skala, da würde ich was Ähnliches sehen, nur ein bisschen Spannung nach links versetzt. Und dann müsste ich was machen mit Mikroampere, da würde ich wieder so etwas Ähnliches sehen, nur wieder ein bisschen nach links versetzt. Also quasi immer dieses Bild, da fährt eine Exponentialfunktion durch diesen kleinen Ausschnitt, den ich mir anschauen kann, von der linearen Skala durch. Von der logarithmischen Skala kann ich hier 15 Zehner Potenzen auf ein paar Zentimeter unterbringen. Was ist der Nachteil? Ja, ich kriege nur noch die Größenordnung. Ich kann vielleicht auf die Zehnerpotenz genau bestimmen, wie groß das ist. In dem Fall wird mir die Zehnerpotenz schon vielleicht ein bisschen schwer fallen, weil das hier sind ja wirklich 3 Zehnerpotenzen. Zehnerpotenz ist nicht mehr gleichmäßig unterteilt dazwischen, das ist auch nicht schön. Genau, es ist hochgradig kontraintuitiv. Das ist das Hauptproblem mit logarithmischen Skalen. Man kann logarithmische Skalen verstehen, das ist jetzt gar nicht so schwer, man braucht nur ein paar Mal mit sowas arbeiten, ein paar Mal versuchen, einen Wert rauszulesen und schauen, ob das in etwa passt. Aber das Bauchgefühl, das intuitive Verständnis, was sagt mir diese Grafik, ist in einer linearen Skala viel, viel besser. In einer linearen Skala, wenn eine Größe doppelt so groß ist wie der andere, dann ist hier quasi ein Balken doppelt so groß wie der andere. In der logarithmischen Skala, wenn zwei Größen doppelt so groß sind, heißt das, dass sie einen konstanten Abstand voneinander entfernt sind. Ich habe eine gewisse Strecke, vielleicht, weiß ich nicht, 3 mm. 3 mm heißt doppelt so groß. Und so ist man aber nicht gewohnt, Grafiken zu lesen. Wenn ich hier quasi einen Punkt habe, der 3 mm über dieser Linie ist, und einen zweiten, der 6 mm über dieser Linie ist, dann habe ich Glück. Weil dann schauen diese beiden Balken doppelt so hoch aus und der Betrag ist doppelt so groß. Wenn ich aber hier einen Balken habe, der geht rauf bis zu 1000 Ampere und einen zweiten, der geht rauf bis zu der 1000 Ampere Linie plus 3 mm, dann habe ich nicht das intuitive Bauchgefühl, der zweite Balken repräsentiert einen doppelt so großen Wert. Also ich behaupte jetzt mal, auch wenn ich verstanden habe, was eine logarithmische Skala ist, die Leute reagieren nicht mit diesem Bauchgefühl darauf, dass sie sagen, der eine Balken, der um 3 mm größer ist, repräsentiert einen doppelt so großen Wert wie der andere. Da kommt man erst dahinter, wenn man nachdenkt und sich bewusst wird, eine logarithmische Skala. Ich persönlich glaube, dass logarithmische Skalen viel zu häufig verwendet werden. Die sind absolut notwendig, um gewisse Dinge auszudrücken, aber wenn ich euch an diesem Bild versucht hätte, das Verhalten einer Diode zu beschreiben, dann wäre das zum Scheitern verurteilt. Was man braucht, ist dieses Bild, dass man sagt, da gibt es einen Bereich und da fängt es dann an, relevant zu werden. Da fängt die Diode an zu leiten. Das sieht mich ja nicht, obwohl das hier genau das Gleiche beschreibt, aber es verändert halt diese logarithmische Skala. Da gehen die meisten Leute her und schauen, wenigsten Leute her und schauen auf die linke Skala und sagen, Moment, da ist ein Milliampere, da ist ein Ampere, das ist der Bereich, den ich eigentlich messen kann, da ist die Diode längst zerstört, da ist es kein Multimeter, kann es mir darstellen. Das denkt man sich nicht, wenn man dieses Bild sieht. Wenn ich etwas sagen muss, für mich zum Beispiel war das linke Bild, ich habe da gesehen, da ist wirklich eine Funktion dahinter. Mhm. Und beim rechten Bild hätte man gedacht, okay, das ist die Kurve. Und eine andere Diode, ja, aber dass eigentlich jede Diode dieser Kurve folgt, und nur halt einmal ein bisschen mehr links und ein bisschen mehr rechts, das war mir bisher nicht klar. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Mir war es nicht klar, dass jede Diode eigentlich dieser logarithmischen Kurve folgt.
exponentielle Kurve. Ja, exponentielle Kurve, ja. Das hätte ja auch anders ausschauen können, hätte ja gerade theoretisch auch sein können. Ja, aber das heißt, dass du an dem Bild etwas gesehen hast, was du hier nicht gesehen hast. Also klar, so schaut es bei einer echten Diode auch nicht aus. Schauen wir mal in ein Diodendatenblatt. Das ist immer gut, wenn man ein Datenblatt da reinschaut. Man erkennt beim logarithmischen, bei der logarithmischen Skala erkennt man, dass es ein exponentieller Zusammenhang ist. Genau, wenn man weiß, dass Exponentialfunktionen und Logarithmusfunktionen Umkehrfunktionen sind. Aber das ist dann eben genau das, was ich gemeint habe, von man kann das begreifen. Danke. Wenn ich versuche zu reden und gleichzeitig ein Datenblatt zu suchen. So, und da haben wir hier genau dieses Bild. Da haben wir die Spannung linear aufgetragen. Jeder Längenschritt entspricht der Addition, in dem Fall von 0,2 Volt. Und den Strom haben wir logarithmisch aufgetragen. Wir sehen halt, das ist eine echte Diode. Die ist halt ein bisschen schwieriger zu beschreiben als das mathematische Modell. Da sind dann die Linien nicht ganz gerade, sondern ein bisschen rechts gekrümmt, weil wir halt auch einen Serienwiderstand noch haben. Und wir sehen jetzt quasi von hier nach da, das ist eine Verdoppelung. Da machen wir es 1, 2. Wenn ich die gleichen Strecke hier oben anlege, sehen wir hier auf der 4er Linie, ein bisschen drüber ist die 5er, die ist ja beschriftet. Wenn ich jetzt genau diese Strecke hier anlege, sehen wir, dass der Sprung von 5 auf 10 ist, das ist wieder mal 2. Der gleiche Sprung ist hier, von 10 mal bis 20, das ist wieder mal 2. Also das ist immer die Verdoppelung hier. Und das wäre so ein typisches Datenblatt. Und das gilt allgemein, oder? Die Verx-Fachung ist immer eine Konstante. Genau, die Verx-Fachung ist immer so ein konstanter Faktor. Es ist eben jetzt hier nicht eine gerade Linie, das ist eben das, warum ich das jetzt hier zeige, weil das natürlich eine grobe Idealisierung von dem ist, was eine Diode macht. Dahinter, hinter dieser Grafik und in der Grafik, ist tatsächlich die Schockgleichung. Also das ist im LaTeX berechnet und Punkte eingesetzt. Ja. Na, aber ist es nicht so, dass wir haben ja jetzt die S noch das Minus 1 vergessen, das Testen? Nein, weil das macht nur einen Unterschied in der Größenordnung von dem IS. Ja, und das ist halt. Ein 0 wird ja 0 und das wäre ja dann auf der logarithmischen Skala. Ja, aber das macht nicht diese Krümmung. Weil das wird, wenn wir schauen, diese Linien hier, die sind in dem Bereich mit wenig Strom sehr gerade und in dem Bereich mit viel Strom fangen die an, gekrümmt zu werden. Und wenn es das wäre, dann würde die Krümmung ja dort auftreten, wo ganz wenig Strom ist, weil dort dieses eine Sättigungssperrstrom mehr oder weniger einen Unterschied macht. Wir sehen aber hier eine ganz, ganz große Krümmung in dem Bereich von 50 mA. Und bei 50 mA ist einmal Sättigungssperrstrom mehr oder weniger irrelevant. Vor allen Dingen ist das ja ein additiver Parameter, den siehst du in der logarithmischen Skala überhaupt. Ja, du würdest ihn als Verzerrung sehen, aber es ist eben, ja, aber es ist, genau. Also wenn du genau genug sozusagen hinschaust, wird man sehen, dass die Schockgleichung nicht wirklich eine Gerade ist. Und unsere vereinfachte Schockgleichung ohne diesen Minus-1-Term, die ist dann wirklich eine Gerade, aber das spielt hier in diesem Bild keinen Unterschied, weil das fängt hier an bei 0,2 mA. Und da wäre dann halt, weiß ich nicht, die, was ist da, von 1 bis 100, naja, vielleicht da unten wäre dann auf einer logarithmischen Skala der Sättigungssperrstrom ungefähr. Gut. Gut, das heißt, was nehmen wir da jetzt heraus? Wir nehmen heraus, was ist das eine logarithmische Skala?
dass da quasi eine Vervielfachung ist. Und man muss, wenn man Datenblätter liest, da ist jede zweite Skala ist logarithmisch. Das heißt, man muss wirklich aufpassen, dass man drauf schaut und sieht, eine logarithmische Skala und dann das eben richtig interpretiert. Weil zumindest meiner Erfahrung nach, das ist als Werkzeug sehr mächtig, aber es ist eben nicht ganz intuitiv, dass man eben sagt, okay, so viel Unterschied in der Höhe hier heißt eine Verdoppelung oder eine Verzehnfachung oder eine Verhundertfachung und nicht, das ist quasi so ein additiver Prozess. Das merkt man ja, weil die Striche nicht die gleichen Abstände haben immer. Ja, das hängt ja davon ab, wenn die, also hier zum Beispiel haben wir in einem weiten Bereich, hier, das ist ein schönes Bild, ja, da haben die Striche den gleichen Abstand. Also wenn es diese Striche, du meinst nicht der Funktion. Ja, das ist in dem Fall so. Da ist es gut gemacht. Das ist nicht immer so. Also man sieht dann auch welche, wo quasi nur die Dekaden drinnen sind. Und das ist ein Strich für 1, einer für 10, einer für 100, einer für 1000. Dann hat man dieses fixe Raster, diese fixe Rasterung. Also so sieht man es dann. Das ist das typische Bild, das man hat. Das hier quasi ist von einem, was ist das? Ampere. Bis 10 Ampere ist quasi jedes Ampere aufgetragen. Und natürlich von einem Ampere bis 2 Ampere, das ist eine Verdoppelung. Aber von 9 Ampere auf 10 Ampere, das ist in etwa eine Ver 1,1 Periodisch-Fachung. Das heißt, dieser Abstand hier ist deutlich kleiner als dieser Abstand. Und so kommt das dann, dass man diese enger werdenden Linien haben, bis man dann wieder mit einem Zweier-Schritt quasi weitergeht. Ist ja wie gesagt nicht immer der Fall. Aber wenn sie es gut machen, dann habe ich das, dass ich diese Staffelungen sehe und an dem Muster sofort erkennen kann. Eine logarithmische Skala. Ja, die können nicht bei Null anfangen. Nein, aber allein auch bei der Beschriftung her, meine ich. Sie können auch bei der Beschriftung nicht bei Null anfangen. Der Logarithmus von Null ist minus unendlich, also der Grenzwert von oben kommt. Ja, aber es ist keiner nicht. Also wo willst du 0 hinschreiben? Es geht nicht. Ja. Aber das ist zumindest auch ein Indikator. Also wenn eine Skala bei 0 anfängt, dann kann man sicher sein, dass es sich zumindest nicht um eine korrekt gezeichnete logarithmische Skala handelt, weil 0 gibt es halt nicht in der logarithmischen Skala. Natürlich könnte ich anfangen mit 0, aber dann müsste ich jeden Strich mit 0 beschriften. Wenn ich 0 zum Beispiel mal 2 nehme, ist immer noch 0. Und nochmal mal 2 ist immer noch 0. Also ich kann dann nicht ausbrechen mit diesem, ich multipliziere mit einem konstanten Faktor. Ja, also da passt es auf, wenn ihr Datenblätter liest. Ich glaube, dieses Bild, da sieht man es auch sehr schön. Wir haben jetzt hier 5 Bilder und von diesen 5 verwenden 3 eine logarithmische Skala, also zumindest eine logarithmische Skala. Da sehen wir zum Beispiel, sehr nett, das hier ist eine logarithmische Skala. Und da haben wir nicht diese enger werdenden Striche. Ja. Das ist einfach beschriftet mit 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10.000. Doppellogarithmisch. Genau, das Bild ist einfach dann doppelt logarithmisch, wenn beide Achsen logarithmiert sind. Und wenn man da jetzt nicht auf die Beschriftung schaut, dann würde man jetzt nicht intuitiv annehmen, dass quasi so ein Schritt nach rechts eine Verzehnfachung der Pulsbreite bedeutet. So. Die anderen X sind alle linear. Genau, also wir haben hier logarithmisch linear, da haben wir logarithmisch linear, da haben wir linear linear, da haben wir linear linear und da haben wir logarithmisch logarithmisch. Im Grunde ist das aber, also für diejenigen jetzt, die das vielleicht zum ersten Mal sehen, das ist eine reine Eingewöhnungsphase. Man ist das gewohnt, dass man lineare Skalen liest und versteht. Aber das hat man auch irgendwann mal gelernt, dass man anfängt, quasi Positionen auf so einem Raster Größen zuzuordnen. Und wenn man dann quasi sagt, man geht vom Nullpunkt, vom Ursprungspunkt gesehen aus, doppelt so viel nach rechts, heißt das halt doppelt so groß. Und das ist da auch nur ein mal
mal eingewöhnen, dass man einfach dieses Muster kennt und dann halt daran denken, dass man das jetzt in diesem Kontext zu interpretieren hat. Gut, diskutieren wir ein bisschen. In welchen Fällen ist es sinnvoll, eine logarithmische Skala zu wählen? Was sind die Vor- und Nachteile? Also wenn ich jetzt Daten aufgezeichnet habe, wann zeichne ich die mit einer logarithmischen Skala ein? Wann nehme ich das Logarithmenpapier? Wenn man sehr große Wertebereiche abdeckt, sehr viel Größenordnungen, sehr große und sehr kleine Werte. Ja. Naja, das sind ja sehr kleine. Sehr kleine Werte sind nahe bei Null. Also vielleicht ist es auch vernünftig, eine logarithmische Skala, dass man nicht Mist abliest, weil oft gibt es ja Leute, die lesen bei einer, sagen wir, Million, die siebte oder achte Stelle noch ab. Davon wird man einfach abgehalten. Man liest nur die signifikanten Stellen. Genau, das ist sehr gut. Wenn ich ein Messgerät habe, dann habe ich meistens so etwas wie, das Messgerät hat 3,5 Stellen Genauigkeit. Nehmen wir die halbe Stelle. Sagen wir, das Messgerät hat 3 Stellen Genauigkeit. Und das heißt, wenn ich jetzt quasi ein Megaohm messe, dann bin ich halt bis auf die 10 Kiloohm genau. Aber wenn ich ein Ohm messe, dann bin ich halt bis auf die 10 Milliohm genau. Aber ich kann nicht ein Megaohm ablesen und dann bis auf die Milliohm-Stelle runtergehen. Das zeigt mir das Gerät auch gar nicht an. Es gibt aber durchaus Standmultimeter, die mehr kosten als Kops, die man sich normalerweise kaufen wird und die irgendwie ohne Probleme mit 8 Stellen Genauigkeit eine Spannung angeben können. Braucht nur, wenn man selber wieder Messgeräte braucht, weil womit misst man seine Messgeräte? Aber normalerweise habe ich quasi so vielleicht auf 3 Stellen, auf 3,5, auf 4, 4,5 Stellen meine Genauigkeit. Und das ist quasi eine relative Genauigkeit und dann wähle ich quasi eine Art der Darstellung, die mich auch quasi mit der grafischen Genauigkeit damit irgendwie korreliert. Der große Messbereich ist auf jeden Fall ein Thema, das ich sage, wenn ich quasi sehr kleine Dinge habe und sehr große Dinge und wenn mich bei beiden die relativen Änderungen interessieren. Also wenn mich quasi bei den Millivolts interessieren, ob das jetzt quasi doppelt oder halb so viel Millivolt sind, und bei den Kilovolt genauso interessiert, ob das doppelt oder halb so viel Kilovolt sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Ripple von einer Quelle messe und ich möchte quasi wissen, um wie viel Millivolt rauscht das rauf und runter, dann werde ich das wahrscheinlich auf einer linearen Skala darstellen, obwohl die Quelle ein Kilovolt hat. Ich werde dann halt die lineare Skala nicht bei 0 beginnen lassen, sondern eine lineare Skala machen, die halt irgendwie ein Kilovolt minus ein paar Millivolt bis plus ein paar Millivolt und darüber kann ich dann das Ripple auftragen. Ja. Also ich glaube, das ist eine gute Richtgröße. Sie sagt, interessiert mich das relative Verhalten dieses Funktionsgraphen an einem Punkt oder interessiert mich quasi eine absolute Schwankung? Wenn mich das Absolute interessiert, dann will ich es meistens linear auftragen. Vielleicht hineingezoomt auf irgendeinen großen Bereich und dann halt ein bisschen rauf und runter. Wenn mich immer die relativen Änderungen interessieren, aber das eben auf einen großen Wertebereich, das schreit nach einer logarithmischen Skala. Bei einer logarithmischen Skala kann ich in einem Bild zeigen, an der Stelle schwankt es um das Doppelte im Millivolt-Bereich und an der anderen Stelle schwankt es um das Doppelte im Kilovolt-Bereich. Das müsste ich bei einer linearen Skala, müsste ich da quasi Einzelaufnahmen machen, die dann die eine Charakteristik zeigen und die andere Charakteristik. Ich kann das nicht in ein Bild bringen, ohne dieses Bild zu verzerren. Und der Logarithmus ist ja nichts anderes als eine definierte Art, wie ich das Bild so verzerre, dass diese Details auf einmal sichtbar werden. Aber ich sehe immer auf ein verzerrtes Bild und ich muss wissen, in welcher Art und Weise ist das verzerrt, damit ich das noch richtig interpretieren kann. Gut. Verwenden Sie ein Computerprogramm, um eine Diodenkennlinie mit einer logarithmischen Skala zu zeichnen?
Haben wir schon was mit Schaltungssimulatoren gemacht oder habe ich das noch nicht gemacht? Ja. Du nix, du schüttelst den Kopf. Du nix auch, okay. Und du meinst diesen Turnus, du meinst nicht den vorhergehenden. Gut, okay. Dann zeichnen wir das mit dem Schaltungssimulator. Fix. So. Aber wir müssen auf jeden Fall noch unseren Kurs machen, weil es ist ja eigentlich vorgesehen, dass wir da einen Schaltungssimulationsworkshop mal machen. Das wäre dann quasi, wenn wir durch sind mit dem Ostsee-Workshop, wäre das, glaube ich, den nächsten, wo wir dann anfangen, dass wir Workshop-Termine festlegen. So, Nonlinear Components, da nehmen wir uns eine Diode. Zack. Und dann verbinden wir das hier. Und dann brauche ich da noch einen Massepunkt. Also wir sehen, dass wir jetzt direkt mit unserer Spannungsquelle in die Diode hineingehen. Das ist eine super Methode zu segrillen. Also wenn du das wirklich in real machen möchtest, dann geh bitte her und betreib deinen Kennlinienschreiber im Strommodus und nicht im Spannungsmodus. Für uns ist es wurscht, wir können das so oder so machen. Also das so, dann muss ich da eine Simulation drauf werfen. Und dann machen wir eine DC-Simulation mit einem Parameter-Sweep. Und so. Hallo? Ah. So. So, Sweep-Parameter ist U. Und da gehen wir von minus 10 Volt bis plus 10 Volt zum Beispiel. Das ist ein schöner Wertebereich. Und nehmen wir da 100 Schritte. Zack. Dann, also. So. Passt. Und dann kann man da so einen Plot platzieren. Wir sollten Flair, da haben wir eh den Strom, haben wir eh. Der ist aber genau invertiert, weil er das immer im Verbraucherbezugssystem macht, im Erzeugerbezugssystem. Probes hier. So, also da messen wir so den Strom. So, also jetzt hätten wir hier quasi das erste Bild. Und wir sehen, dieses Bild ist nicht wirklich brauchbar, weil wir die X-Achse nicht eingeschränkt haben. Das heißt, wir sehen jetzt diese X-Achse hier, die geht von 0 bis 1 mal 10 hoch 153, also eine 1 und 153 Nullen, so viele Ampere sind das, die durch diese Diode durchgehen. Also da sind wir genau in dem Ding, was wir vorher gesagt haben, dass die Schottky-Gleichung keine Lösung kennt mit, da vaporisiert mein Bauteil, sondern dem gebe ich eine Spannung, es kommt ein Strom raus. Und der kann halt sinnvoll sein oder nicht. Eine Möglichkeit, dieses Bild zu reparieren, ist, dass wir sagen, okay, wir schränken ihm einfach ein, welchen Strombereich wir sehen wollen. Das kann ich hier machen, da kann ich sagen, hier die linke Achse und da könnte ich jetzt zum Beispiel hergehen von, sagen wir, 0 bis 10 Ampere, in 1 Ampere Schritten, so. Aha, was ist da? Naja, was ist das da? Das ist die zweite Kurve. Das ist die erste Kurve, zeigt an, wieso sie aufheizt, dann brennt es durch und dann brennt es durch. Also ich glaube, die zweite Kurve ist einfach die, hier versagt die Floating Point Implementierung von,
von Exp, was auch immer, und dann in den Bereichen eingeklippt. Vielleicht beschränken wir den Sweep-Parameter auf, weiß ich nicht, 1,5 Volt im maximalen Bereich. Nochmal drüber. So, dann können wir auch bei minus 1 anfangen. Der Sperrbereich ist eher fad bei einer Diode. Also bis sie anfängt durchzubrechen. Gut. Also jetzt hätten wir hier genau dieses Bild, was wir uns erwartet hätten. Da haben wir irgendwie 0, da haben wir 0,5 Volt, da haben wir 1 Volt, irgendwo dazwischen fängt es quasi an zu leiten. Und nachdem wir jetzt vergleichsweise große Ströme haben, ist das quasi eher im großen Bereich. Man kann da so einen Marker setzen und kann dann sagen, okay, so. So, da 0,8 Volt vielleicht, da fängt es an interessant zu werden. Und ich sollte natürlich hergehen können und sagen, naja, von 0 Ampere bis 10 Ampere, das ist doch ein bisschen groß. Vielleicht nehmen wir einen anderen Bereich und sagen wir von 0 Ampere bis 1 Ampere. Machen wir das. Von 0 bis 1 in 0,2er Schritte, damit diese Achse nicht zu überladen ist. So. Dann sehen wir halt irgendwie ein anderes Bild. Und im Wesentlichen schaut das genauso aus, nur dass hier diese Linie jetzt ein bisschen weiter links ist. Und wir könnten natürlich jetzt hergehen und können das Maximum sehr klein setzen. Sagen wir 0,001, also 1 Milliampere. Dann machen wir 0,001 Schritte. Zack. Und jetzt sehen wir, jetzt klebt das schon sehr nahe bei einem 0,5 Volt dran. Aber die Aufgabe war ja, lass uns das auf einer logarithmischen Skala plotten. Dann brauche ich dieses Fenster nicht hin und her verschieben, je nachdem, welcher Strombereich mich gerade interessiert. Und das geht hier irgendwo und da kann ich sagen, linke Achse bitte logarithmisch. Und dann soll es noch automatisch wählen, zack. Und dann das Problem bei logarithmisch ist halt immer, dass es nur von nicht 0 einschließt und negative Zahlen schon gar nicht. Das heißt, wir gehen von der x-Achse vielleicht her von 0,001 bis 1,5. Super. Invalid. Dann ermitteln wir nur die Werte so. Zack. So. Vielleicht kann man da irgendwie dieses... Okay, da müsste man jetzt offenbar die Skala irgendwie händisch noch einstellen, weil er da... also ich sehe jetzt zwar den ganzen Bereich, ja, es ist sehr genauer unbrauchbar, also quasi ein bisschen ungenauer, dafür kann ich ablesen, was der ungenaue Wert, das war natürlich schon gut. Schauen wir mal. Da kann ich keinen Schritt natürlich mehr setzen. Vielleicht kann ich davon. So vielleicht. Ja, jetzt wird das ein bisschen sinnvoller. Naja, wir haben doch den ganzen brauchbaren Bereich hier. Von, also hier haben wir das Nanoampere, da haben wir 1 Ampere. Das ist. Also der sinnvolle Bereich sozusagen ist vollständig abgedeckt, weil der Bereich unter dem Nanoampere oder der Bereich über einem Ampere, natürlich könnte man sich jetzt darüber unterhalten, warum plotten wir den nicht, aber stellen wir uns mal die Frage, gibt der überhaupt das Verhalten von einem realen Bauteil wieder oder ist das nur noch eine mathematische Spielerei, weil ich meine Modellfunktion dorthin verlängern kann. Das hängt natürlich auch von der Art der Diode ab und wir haben jetzt einfach irgendwas genommen, was der halt so an Werten gehabt hat. Gut, aber wir haben halt gesehen, da gibt es eine Option, hake ich an, logarithmisch. Und ich muss halt ein bisschen darauf aufpassen, dass ich keine Werte habe, die 0 sind oder noch kleiner als 0 negativ, weil das geht halt auf einem Logarithmus nicht. Wenn ich einen konstant positiven Faktor habe, dann kann ich eine positive Größe so oft durch diesen Faktor dividieren, wie ich möchte. Ich werde nie zu 0 kommen und schon gar nicht in den negativen Bereich. Es wird zwar immer kleiner und kleiner und kleiner werden, aber ich werde 0 nie erreichen und schon gar nicht überschreiten. Oder unterschreiten, wenn man das sieht. Gut,
das war das. Ja, save, whatever. Ich brauch's nie wieder. Gut. Ah, das ist nett. Erinnert euch an die grafische Analyse von Serien- und Parallelschaltungen mit den Kennlinien. Das da. Wie wir gesagt haben, wir addieren die in die eine oder andere Richtung und kriegen dann die Serien- oder Parallelschaltung. Wie ist das, wenn ich das auf einer logarithmischen Skala habe? Es ist grafisch quasi überhaupt nicht zu lösen. Ich muss quasi den Wert abmessen. Genau. Dann durch die Exponentialfunktion durchjagen. Dann kriege ich die echten Werte. Die kann ich addieren. Die muss ich wieder logarithmieren und kann sie dann wieder in die Skala einzeichnen. Also ich kann natürlich hergehen und das algebraisch machen, weil da das ja wurscht ist, ob ich das dann beim Plotten irgendwie logarithmiere. Aber wenn ich schon Logarithmier habe, wenn ich quasi den Logarithmus von zwei Zahlen addiere, dann ist das der Logarithmus von dem Produkt der beiden Zahlen. Und wenn ich in Wirklichkeit addieren möchte, dann muss ich halt delogarithmieren. Und delogarithmieren ist ein tolles Wort für Exponentialfunktion. Ja, ups, jetzt ist es endgültig. Gut, darauf ist zu achten. Und das ist natürlich auch im Kopf wichtig. Also dieses Verfahren, ganz selten sitzt man und misst Punkte ab und zeichnet neue Punkte ein und verbindet in einer Linie, aber es ist was man im Kopf macht. Man sieht eine Kennlinie und man kann dann im Kopf quasi die in der einen oder anderen Richtung aufaddieren und sich so überlegen, wie ist das Bild von einer Parallelschaltung oder von einer Serienschaltung. Und das geht halt nicht so leicht, wenn das Ganze logarithmiert ist. Meistens, wenn man es logarithmiert hat, dass man im Kopf jetzt delogarithmiert, die Addition durchführt und wieder logarithmiert, macht man nicht. Aber was man macht, ist, dass man sich überlegt, sind die beiden gleich groß, die ich da addieren möchte? Und wenn die gleich groß sind, dann schaut man, welcher Strecke entspricht denn auf dieser Skala einer Multiplikation mit 2. Und wenn eine deutlich größer ist als die andere, und auf einer logarithmischen Skala kann mir das ja passieren, auf einer linearen Skala wird das mir nicht passieren, dass ich irgendwie sage, ich habe 2 Werte und der eine ist 1000-mal so groß wie der andere, weil das kriege ich einfach nicht mehr unter. Auf einer logarithmischen Skala ist das kein Problem. Ich sage, der eine Wert ist 1000-mal so groß wie der andere. Wie addiere ich überschlagsmäßig einen 1000-mal so großen Wert mit... Ich werfe den kleinen weg. Und genau das mache ich dann auch, dass ich quasi sage, dort wo der Unterschied in der logarithmischen Skala schon groß ist, sodass da ein großer Faktor ist, dann brauche ich gar nicht mehr diese Berechnung durchführen. Ich werfe einfach den kleineren weg und sage, an der Stelle ist die Kennlinie die Kennlinie von einem größeren Wert. Und ich dann vielleicht noch ein Hundertstel oder Tausendstel dazuzählen muss, ist mir ja wurscht, wenn ich schon zu dem extremen Mittel greife, dass ich grafisch eine Kennlinie ermittle. Also das mache ich ja eh nicht mehr, wenn es mich aufs Tausendstel genau interessiert, sondern wenn ich eine grobe Abschätzung haben möchte, wo ich da stehe. Gut. Gut, Fragen soweit? Ich wollte noch was zu den Dioden sagen. Ja. Wir haben Beispiele für Dioden gesucht und Anwendungsbeispiele, und ein Anwendungsbeispiel wäre eine Solarzelle auch. Ja. Eine Solarzelle ist ein Beispiel für einen Halbleiterübergang. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ein Beispiel für eine Diode ist, weil man die Solarzelle halt nicht so betreibt. Eine andere Anwendung? Ja. Also, ja, also. Es. Ja, interessant schon, im Zusammenhang mit Solarzellen eine Bypass-Diode. Warum braucht man die? Ja.